Hi Franz, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich ganz, ganz viel für Team Günstmaus. Es wird wieder Zeit. 10 Produkte, ich glaube, es sind mehr, unter 15 Euro. Die meisten kosten sogar unter 5 Euro. Also für jeden ist heute wirklich was dabei, von super günstig bis immer noch günstig. Habe ich heute ganz, ganz viel für euch. Und ich möchte gar keine Zeit verlieren. Ich freue mich, dass ihr heute wieder da seid und mit mir Zeit verbringen wollt. Ihr könnt sehen, ich sehe aus wie ein. Ich sehe einfach aus. Na? Das wollen wir jetzt beheben. Und zwar habe ich euch neulich schon in einem Video und auf Instagram gezeigt, dass ich vor knapp einem Monat ein Paket bekommen habe von Asam. Und die haben mir eine neue Marke, die für mich neu ist zumindest, geschickt. Das ist Floramare und die möchte ich euch heute so ein bisschen vorstellen, denn ich habe sie benutzt. Ich möchte sie heute auch benutzen, weil für mich, ich habe es euch auch neulich schon gesagt, Skincare im Moment super, super wichtig ist vor meinem Make-up. Ich finde, dadurch, dass ich viel mehr Zeit in meine Hautpflege investiere, ist meine Haut eigentlich wirklich, wirklich schön. Ich habe jetzt hier eine kleine Entzündung bekommen, weil ich gestern ein Experiment gemacht habe mit Kokosöl. Und Kokosöl in meinem Gesicht, we don't do that anymore. Aber ich möchte euch so ein paar Produkte vorstellen. Und zwar, weiß nicht, ob ihr Floramare schon kennt. Floramare gehört zu Asam, ist aber eine eigene Marke, die sich vor allen Dingen auf Produkte rund um das Meer spezialisiert hat. Komplett ohne Mikroplastik, komplett ohne Silikone und Mineralöle. Und ich habe so ein paar Produkte bekommen. Das ist nämlich die Deep Ocean Reihe. Und das erste Produkt, was ich jetzt nicht demonstriere, aber ich euch zeigen möchte, ist das Gulfstream Cleansing Gel. Ich habe sonst immer eins mit, ja, Schnecke benutzt, also es hieß Snail irgendwas. Irgendwie möchte ich das nicht mehr benutzen und vor allen Dingen ist es recht teuer für das, was drin ist. Also da sind, glaube ich, 20 Milliliter mit drin und das kostet 20 Euro. Ich möchte nicht 1 Euro am Tag ausgeben, um mein Gesicht zu reinigen. Deswegen gibt es hier das Youth Control Cleansing Gel. Da sind 200 Milliliter mit drin, Freunde. Und ich habe es schon benutzt. Ihr könnt sehen, also ich. Es steht im Bad. Das ist auch noch ein bisschen nass. Ich habe nämlich gerade. Mein Gesicht damit gewaschen. Und das Schöne bei diesem Gel ist, eure Haut fühlt sich danach nicht so an, als müsstet ihr sofort Creme raufpacken. Also es reinigt super, super gut. Es schäumt extrem gut auf, aber es lässt sich auch gut abwaschen, ohne dass sich das Gesicht irgendwie trocken anfühlt. Und ich möchte gleich weitermachen und will gar nicht so viel über das Reinigungsgel sprechen. Ich habe nämlich noch 4 Pflegeprodukte bekommen. Als erstes möchte ich die Augencreme benutzen. Das ist das 360 Grad Eye Balm. Da ist auch extrem viel drin. Also das Krasse bei Asam bzw. Floramare ist, ihr habt extrem viel Produkt für verhältnismäßig wenig Geld. Hier sind 30 Milliliter drin. Normalerweise sind in Augencremes so 15 Milliliter mit drin. Das gebe ich mir jetzt einfach erstmal hier um meine Augen. Einfach, dass die Partie schon schön mit Feuchtigkeit versorgt ist und klopft das Ganze ein und möchte weitermachen mit einer Creme. Und das ist dieser dicke, fette Glastiegel hier. Also das ist auch Glas. Es ist, wie gesagt, ohne Mikroplastik, ohne Plastik. Es ist hautverträglich und es ist vor allen Dingen ohne Allergen. Das heißt, es ist auf jeden Fall für jeden was mit dabei. Es ist ganz neutral vom Geruch her. Also ich würde fast sagen, es riecht fast nach gar nichts. Und auch hier könnt ihr sehen, ich habe es schon benutzt, aber man braucht halt wirklich nur minimal davon. Und das gebe ich mir in mein Gesicht. Und das versorgt die Haut einfach wunderbar mit Feuchtigkeit. Gebe mir das auch gleich immer so ein bisschen über meine Lippen und arbeite das wirklich schön in mein Gesicht ein. Ihr seht, mein Gesicht wird dann immer rot, wenn ich einfach Druck in meinem Gesicht ausübe. Aber das Schöne bei der Creme ist, die fühlt sich super reichhaltig an, aber nicht so, dass ich kein Make-up mehr benutzen kann. Deswegen benutze ich das auch jetzt hier in diesem Video. Ob die Reihenfolge richtig ist, wie ich es benutze, weiß ich nicht. Aber ich bin ich ehrlich mit euch, ich habe keine Ahnung, ob die Reihenfolge jetzt richtig ist. Ich weiß, ich nehme erst Feuchtigkeit und dann Öl, aber bei den Cremes und so weiß ich es nicht. Ich habe hier nämlich noch ein Elixier. Das möchte ich noch benutzen. Das kommt in so einer Pipette und das kann man auch morgens und abends benutzen. Das ist auch so eine weißliche Flüssigkeit, etwas flüssiger als die Creme. Und das gebe ich mir auch noch rüber. Und ihr könnt sehen, meine Haut. Und ihr könnt schon sehen, dass meine Haut einfach schön saftig wird. Damit das Ganze so ein bisschen einzieht, gebe ich dem Ganzen ein paar Minuten und gehe dann mit einem weiteren Produkt rüber. Das ist ein Serum und das habe ich so noch nicht gesehen. Das ist ein Serum-Balm oder eine Creme. Da gebe ich mir ein ganz kleines bisschen hier in meine T-Zone, weil das ein bisschen dickflüssiger ist und sich ein bisschen weicher anfühlt. Und mit dem Rest gehe ich einfach hier noch so ein bisschen auf meine Stirn. Komm, machen wir überall heute hin.
Und das Ganze lasse ich einziehen. Wie gesagt, das ist eine schöne Reihe, die funktioniert für mich tatsächlich bis jetzt am allerbesten vor meinem Make-up. Abends habe ich gar keine Probleme, aber nicht jede Hautpflege funktioniert für mich mit Make-up. Bei den Produkten habe ich gar keine Probleme, dass es nicht funktioniert. Und ich finde jetzt, vor allen Dingen, wenn das Wetter so ein bisschen umschwingt und wir langsam in die Sonne gehen, sollten wir vielleicht langsam von diesen krassen Wirkstoffen wie Retinol und Säuren weggehen und eher so ein bisschen Feuchtigkeit wieder in unsere Haut geben. Ihr könnt das morgens, ihr könnt das abends benutzen. Ich mache gerne beides morgens und abends, weil ich benutze so viel Make-up im Laufe des Tages, dass ich ganz, ganz viel Pflege in meinem Gesicht brauche. Ich setze euch die Produkte einmal unten in die Infobox. Ich verdiene nichts an eurem Kauf. Das betone ich immer ganz doll, weil ich finde, es wirkt immer so komisch, wenn ich sage, das ist das allerbeste. Nein, ich verdiene nichts an eurem Kauf. Ich zeige euch einfach die Produkte und sage euch, dass ich sie mag. Ich glaube, mein Favorit ist auf jeden Fall diese Creme, weil ihr extrem viel Creme habt, die ihr benutzen könnt. Die hält euch Ewigkeiten. Die ist gut für unters Make-up. Auch die Augencreme ist gut. Je nachdem, wie alt ihr seid, braucht ihr schon Augencreme, braucht ihr keine Augencreme. Die Reihe ist so ab 25, aber ihr könnt natürlich auch, wenn ihr jünger seid, einfach beispielsweise das Reinigungsgel benutzen. Ihr braucht nicht das Super-Elixier. Ich setze euch alle Produkte einmal unten in die Infobox. Ich habe auch wie jeden Monat einen Code von Asam. Wie gesagt, auch an dem verdiene ich nichts. Gilt auf alle Produkte von Asam. Schaut mal vorbei. Ich weiß, dass ganz viele von euch kleine Asam-Mäuschen sind. Deswegen setze ich euch das einmal unten in die Infobox. Und wir machen weiter mit den Produkten unter 15 Euro, Freunde. Ihr seht, Pflege ist drauf. Ich mache ein bisschen Color Correction heute, weil ich sehe ein bisschen unausgeschlafen aus. Ich nehme dazu einfach einen Liquid Lipstick und arbeite mir das hier so ein bisschen unter meine Augen. Ich habe jetzt hier einen von We Make Up. Ich glaube, der ist nicht unter 15. Doch, der ist, glaube ich, sogar unter 15 Euro. Ich schaue auch mal, dass ich euch alle Produkte irgendwie unten in die Infobox setze. Es ist immer so ein bisschen schwer, Drogerieprodukte euch in die Infobox zu setzen, weil ich finde, bei Drogerieartikeln empfehle ich euch, geht in die Drogerie oder kauft sie bei Kosmetik for Less oder sonst irgendwo, wo ihr eventuell Prozente bekommen könntet. In den Online-Shops von den Läden ist das meistens nicht der Fall. Jetzt sehen wir richtig schön spannend aus. Ich möchte weitermachen mit einem Primer. Das ist ein Produkt, was ich über alles liebe. Das ist der Rival Loves Me Blur Primer. Der hat so kleine Goldflakes mit drin. Und ich glaube, den kennen mittlerweile viele von euch. Also auch hier, ihr seht, ich investiere wirklich, wirklich viel Zeit in meine Hautpflege, bevor ich überhaupt Make-up benutze. Also flüssige Foundation. Das ist einfach super, super wichtig, weil das Make-up länger hält. Und ich weiß nicht, warum ich das früher nicht gemacht habe. Wirklich mehr Zeit da in die Hautpflege, mehr Geld in die Hautpflege zu investieren. Und wenn es nur noch ein zweiter Primer ist oder noch eine Feuchtigkeitscreme. Mehr Schritte sind bei Hautpflege vor Make-up mehr. Es geht nicht um jetzt auch noch das Öl und das Serum, sondern es geht einfach wirklich um Feuchtigkeit vor Make-up. Egal, ob ihr trockene oder ölige Haut habt. Ich glaube, die Foundation ist keine Überraschung. Das ist einmal die Dream Satin Liquid Foundation. Ich habe sie neulich nochmal mit der Dream Hydrating Liquid Foundation verglichen. Ich mag die hier lieber. Also die erste ist mein Favorit. Ich habe die in der Farbe 40. Die Farbe passt perfekt. Also versteht mich nicht falsch. Ich mag beide auf jeden Fall gerne. Aber ich finde, die erste hält etwas länger. Die Hydrating war jetzt für diese heiße Winterzeit eine schöne Sache. Die normale ist jetzt aber für so ein bisschen, es wird wärmer und ich habe ja auch viel Feuchtigkeit jetzt schon unter meinem Make-up gegeben. Ich glaube, die Foundation kostet 10 bis 11 Euro, je nachdem, wo ihr sie kauft. Tolles Produkt, hält den ganzen Tag, sieht wunderschön aus und ist einer meiner absoluten Favoriten. Also ihr seht, wie schnell und einfach sich die Foundation auftragen lässt. Zack, perfekte Haut, sofort. Eigentlich wollte ich heute auch noch ein anderes Video drehen. Also ich drehe das Video vor. Heute ist Dienstag. Ich muss mich nämlich ein bisschen beeilen, weil mein Versicherungsberater kommt in ungefähr 45 Minuten. Und ich hoffe, dass bis dahin das Make-up fertig ist. Aber es gibt sie, wie gesagt, auch in Hydrating, falls ihr wirklich trockene Haut habt. Aber ich glaube, dass für viele diese Foundation funktionieren wird. Die Base sieht einmal wunderbar aus. Also, wenn ich nicht so Probleme mit meinen Augenringen habe, ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt, mal schauen, wir werden nächste Woche drüber sprechen, dann könnte ich mir vorstellen, einfach so rauszugehen. Augenbrauen, Mascara, fertig. Wir sind aber auf meinem Kanal, Freunde, und wir wissen, Concealer ist für mich die beste Freundin. Und deswegen benutzen wir heute zwei Concealer. Einen habe ich euch neulich wieder gezeigt, da waren ganz viele überrascht, dass ich den benutze. Er sieht auch schon ein bisschen schäbig aus. Das ist nämlich der Sleek Life Proof Concealer. Der ist etwas dunkler, etwas trockener und riecht nicht ganz so schön. Der riecht so ein bisschen nach der Wet n Wild Photo Focus Foundation, die ja auch
Ist nicht so mein Favorite, aber die Deckkraft ist wirklich, wirklich gut. Der ist ganz leicht. Das ist krass. Von der Dicke des Concealers würde ich ihn vergleichen mit dem Catrice Liquid Camouflage, hat aber wesentlich mehr Deckkraft. Und den gebe ich mir erstmal hier so ein bisschen unter meine Augen. Und ihr könnt schon sehen, er hat extrem hohe Deckkraft. Das ist ganz krass. Und der ist wirklich life-proof. Also egal, was ihr macht, es hält. Es hält wirklich. Der ist nicht teuer. Ich weiß leider nicht, wo es Sleek gibt. Ich glaube bei Müller. Weiter geht's mit dem Elf Concealer. Das ist der Camo Concealer. Der ist leider noch in der normalen Version. Es gibt ihn jetzt auch in der Hydrating-Version. Ich habe ihn aber leider noch nicht bekommen. Der ist etwas trockener, aber ihr müsst dann einfach nicht so viel Puder benutzen. Welches Puder damit nicht funktioniert, ist das Jeffree Star Puder. Zu meiner Überraschung, weil das eigentlich für mich ein Puder war, was immer funktioniert hat. Aber der Concealer ist halt wirklich, wirklich schön. Und habt ihr das gehört? Es war mein Magen. Ja, ich habe wieder vor dem Frühstück. Ich drehe wieder vor dem Frühstück. Ich habe leider kein Puder, was unter 15 € ist, was ich euch empfehlen kann, was auch dazu passt. Deswegen würde ich den Schritt einmal überspringen. Und wir machen weiter, Freunde, mit Contouring. Und auch das ist keine Überraschung, aber ich muss es euch immer wieder zeigen, weil ich so hinter diesem Produkt stehe. Es ist einfach unglaublich. Das ist dieses Essence Contouring Kit. Ich glaube, dass es das noch gibt. Ich hoffe es. Ich nehme die dunkelste Farbe. Diese Farbe verstehe ich für mich nicht. Das ist jetzt auch für Lighter Skin. Aber das wird einfach nicht patchy. Dieses Produkt wird nicht patchy. Egal, ob meine Foundation richtig krass gebaked ist oder nicht, dieses Produkt hält und sieht einfach wunderbar aus. Also das kostet vielleicht 5 € und ihr seht, es gibt dem Gesicht schon mal so ein bisschen Dimension und wirklich ist eins meiner Favoriten. Den Bronzer habe ich lange nicht mehr benutzt, das ist einer der teureren, aber ich dachte mir, ich bringe mal wieder so einen kleinen Wechsel in meine Make-up-Routine. Ich kann ja nicht immer denselben Bronzer benutzen hier und da habe ich von Maybelline den City Bronzer in der Farbe Light Cool 10. Ist ein Bronzer, der ist so cool, finde ich, also kühl finde ich ihn nicht. Aber er ist wirklich, wirklich gut. Und viele von euch lieben diesen Bronzer. Ich habe meine Mütze übrigens auf, weil ich meine Haare noch nicht gewaschen habe und ich gestern Abend auch Kokosöl in meine Haare gemacht habe. Und damit das Ganze jetzt hier nicht aussieht, als hätte ich komplett mein Leben nicht unter Kontrolle, habe ich die Mütze auf. Wunderschöner Bronzer. Der ist nicht zu orange. Also er ist perfekt für meine Hautfarbe und auch für alles, was heller ist als ich. Es gibt ihn auch, glaube ich, noch in dunkler. Aber der verbindet sich halt auch perfekt mit dem Contouring und sieht dann nicht so hart aus, als würde ich einen ganz, ganz kühlen Kontourton benutzen und dann einen zu warmen Bronzer. Ich finde, da ist der Sprung immer viel zu groß. Können sehen, die Base sieht wirklich, wirklich schön und gepflegt aus und auch nicht so trocken, weil ich halt wirklich viel, viel Hautpflege unten drunter gegeben habe, sieht die Base immer noch saftig aus. Selbstverständlich kommt auch ein Blush und da habe ich hier von DM Trended Up Sensitive diesen Blush in der Farbe 15. Das Video war ein ganz, ganz großes Desaster. Werde die Produkte aber nicht zurückbringen, weil ich habe das gekauft fürs Video und das ist in Ordnung. Vielleicht benutze ich das nochmal in den 20 Top-Fails des Jahres 2020. Der Blush ist aber wirklich, wirklich schön. Ich habe auch nochmal ein paar Nachrichten bekommen von wegen, ja, ich habe das falsch gemacht und ich hatte einen Schnitt dazwischen und habe den Schwamm sauber gemacht. Gebe nur ganz leicht und mische mir das hier so ein bisschen zwischen Bronzer und Contouring. Heute möchte ich es mal nicht so übertreiben mit Blush. Ich finde, das reicht schon, weil der Look, den ich im Kopf habe, dreimal dürft ihr raten, welche Farbe mein Look haben wird. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ich passe das Ganze ja so ein bisschen immer meinen Klamotten an, wenn ich es vorher absehen kann. Und das reicht schon. Das ist ein schöner Blush, der ist so ein bisschen aprikofarben, ein bisschen Baby Peach und ist wirklich, wirklich schön. Freunde, 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 Freunde. Jetzt kommen wir zu dem Produkt, was ich euch eigentlich schon mal zeigen wollte. Ich glaube, ich habe es euch aber noch nicht gezeigt. Ich mag es aber sehr, sehr, sehr gerne, vor allen Dingen für den Preis. Das ist die Rival Loves Me Into the Jungle Palette. Und damit schminken wir jetzt einen Look und ich hole euch ein Stückchen näher ran. Ich habe auch wirklich nicht viel Produkt in meinen Augenbrauen gerade reingemacht, weil irgendwie, weiß ich nicht, meine Augenbrauen sind gerade so, wie sie sind, gefallen sie mir am allerbesten seit dem ich denken kann. Ich glaube, seitdem ich in der Pubertät war. Und ich finde, so sieht das Ganze wirklich schön aus. Ich stelle einmal nochmal die Kamera scharf.
Ich weiß immer nicht, ob das zu hell oder zu dunkel ist, Freunde. Deswegen verzeiht mir bitte. Wo ist die Palette? Hier, die Into the Jungle Palette. Das ist wirklich eine gute Palette. Die kostet 5 Euro und wir haben wirklich schöne Farben mit drin. Und ich dachte mir, wir gehen heute mal so ein bisschen in die Grünrichtung. Ich sette als erstes mein Lid einfach so ein bisschen mit der Farbe Jungle Queen. Einfach nur ganz leicht, so ein bisschen, dass es nicht ganz so fleckig werden wird, wenn das nicht so richtig trocken ist. Ich habe gelernt in den letzten Videos, dass ich meine Base entweder ganz feucht lassen muss oder ganz gesettet, weil ansonsten das fleckig wird. Ich daste das hier einfach nur so ein bisschen rüber, dass das Pigment ein bisschen besser hält. Weil sonst greift das ein bisschen unterschiedlich. Das ist unfair. Ich nehme jetzt hier einen Pinsel von Morphe und gehe in die Farbe Tree of Life. Das ist das Grün hier. Es hat Kickback und es ist nicht das stärkst pigmentierte Produkt. Aber, Freunde, die Palette kostet 5 Euro und ihr habt halt wirklich eine Vielzahl und ihr könnt mitarbeiten. Und das ist das, worauf ich so ein bisschen eingehen möchte. Es gibt gute Paletten aus der Drogerie, die sehr, sehr günstig sind und ein bisschen Arbeit brauchen. Aber für 5 Euro investiere ich gerne Arbeit, weil ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18 Farben in dieser Palette. Und ihr seht ja, also es kommt ja Farbe auf mein Lid, ohne dass es irgendwie schmutzig aussieht. Und das ist bei diesen Farben, bei diesen grünen Farben, recht schwierig. Es passt auch gerade total zu dem Packaging hier. Also ihr seht, wie wunderbar sich diese Farbe aufblenden lassen hat. Man kann sie aufbauen, das ist jetzt aber tatsächlich eher so ein bisschen die Transition-Farbe. Ich wechsle gerade auch so ein bisschen zwischen den Techniken. Ich fange erst mit der dunkelsten an. Ich probiere es gerade erstmal so ein bisschen mit Farben, die etwas schwieriger sein können, mit der helleren Farbe zu arbeiten und dann nach dunkel innen zu arbeiten. Was ich schade finde, ist, dass hier kein Spiegel drin ist, aber wie gesagt, bei 5 Euro kann ich mir auch immer noch 5 Euro investieren und mir einen kleinen Handspiegel kaufen. Das ist halt, es gibt 6 Paletten, glaube ich. Ich hatte die, glaube ich, damals nicht, hatte ich die gezeigt? Ich weiß es nicht. Ich intensiviere das Ganze mit dem dunkelgrünen Lost Safari. Die hat ein bisschen mehr Kickback, die muss ich auf jeden Fall abklopfen und gebe mir die wirklich in die Lidfalte rein. Ganz außen gehe ich noch in die Farbe Panther's Ride. Das ist eher so ein bisschen rötlich, aber das ist nur für hier außen. Und dann nehme ich meinen Finger und gehe in dieses Grün hier oben. Die Schimmertöne sind nicht so krass, aber mit dem Finger funktioniert das Ganze sehr, sehr gut. Und das passt halt perfekt dazu. Also die Farbauswahl, die Mädels und Jungs, ich glaube es sind nur Mädels bei River Loves Me, die das gemacht haben, haben wirklich gute Arbeit geleistet, die Farben zusammenzustellen im Vergleich zu Paletten, die ich sonst hier benutze in letzter Zeit. Auf mein Zentrum gehe ich noch in die Farbe Paradise, um das hier noch so ein bisschen aufzuhellen und noch ein bisschen mehr Bewegung drin zu haben. Das ist ein schlichter Look, ne? Also jetzt hier nicht groß Cut Crease und irgendwas, sondern einfach nur, dass ihr sehen könnt, dass es sehr, sehr einfach ist, damit zu arbeiten. Ein bisschen Kickback habe ich unter meinen Augen, aber das ist nicht schlimm. Und dann verblende ich das Ganze einfach hier unten so ein bisschen. Zack, und ich habe immer noch Pigment auf meinem Pinsel drauf, ne? So, Freunde, der Lidschattenlook ist fast fertig. Ich muss hier außen noch so ein bisschen was verblenden. Aber ihr seht, also es funktioniert. Für 5 Euro kann man da mit Sicherheit was Schönes draus machen. Ich hätte mir jetzt natürlich auch noch mehr Zeit nehmen können und euch hier den perfekten Cut-Crease-Look zeigen können. Ich wollte euch aber einfach nur den Effekt dieser Palette für das Geld zeigen. Ich möchte aber eine Mascara benutzen und auch die ist von Rival Loves Me, beziehungsweise hier noch von Rival de Loop Young. Das ist die Never Seen Before Mascara. Das ist die beste Mascara aus der Drogerie für mich. Die ist nicht wasserfest, sie bröckelt aber nicht. Und dann gehe ich hier einfach durch. Die ist besser als alle High-End-Mascaren, die ich habe. Ich vergöttere diese Mascara. Super schön schwarz und intensiv. Perfekt. Ich mache auch heute keine Lashes drauf. Ich finde, der Look ist aussagekräftig genug. Ihr könnt natürlich Lashes mit drauf machen, möchte ich jetzt heute aber nicht. Auf die Lippen geben wir von Catrice die Matte Ink Pro Liquid Lipsticks. Die sind ganz neu in der Drogerie eingezogen und sind, glaube ich, 12 Farben. Ich habe mich jetzt hier für die Farbe My Life, My Decision entschieden, 050. Das ist ein schönes Nude und das Füßchen ist ganz spannend. Das ist nämlich wie so ein kleines Dreieck und die Farbe ist wunderschön. Die halten wirklich, wirklich lange. Ich finde, sie sind nicht zu trocken. Ich bin aber sehr, sehr empfindlich, was Liquid Lipsticks angeht. Deswegen gebe ich noch einen Gloss rüber. Ich lasse das kurz antrocknen und dann benutzen wir den Gloss von e.l.f. hier. Das ist der Champagne Glam Gloss und wir sind durch.
Freunde, und das ist einmal der Fertiglook mit meinen absoluten Lieblingsprodukten aktuell aus der Drogerie unter 15 Euro. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich lieb's. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich setze euch die Produkte unten in die Infobox von Asam. Schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Vielen Dank an Asam. Vielen Dank für euch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf.